Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum Start nach Italien. Wir tanken gerade noch. Hier hinten sieht man vielleicht ein paar Helme. Alles aufgesattelt. Mit einem Day-Backpack jetzt noch auf dem Rücken. Aber wir werden demnächst hochfahren. Ich werde nicht in Deutschland wahrscheinlich filmen, weil wir da jetzt mit der Autobahn fahren. Bis nach Garmisch. Und ab dann, mal sehen, werde ich wahrscheinlich ab und zu aufnehmen. Weil dann kommen Pässe und schöne Landstraße und sonstiges. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer jetzt gleich kommt. Und bis gleich. Willkommen in Österreich. Wir sind jetzt seit so 150 Kilometern fast schon unterwegs. Das heißt, wir haben schon jetzt länger auch Deutschland hinter uns gelassen. Jetzt mal kurz zur Vorstellung, wer so dabei ist. Vor mir hier links erkennt man die Honda, die CB1000, also da haben wir Mark. Dann rechts vor mir ist mein Bruder unterwegs mit der CB650 und ganz vorne auf einer 1600er. Von BMW haben wir auch noch unseren Vater dabei. Ups. Der auch so gesehen das Ganze navigiert. Ja, wer viel schwitzt, muss auch viel trinken. Einfach damit wir nicht dehydrieren. Daher auch einige Pausen, die da zwischendrin gemacht werden müssen. Oh Gott, da vorne ist ein Träger. Bisher, Zwischenstand, sehr geil. Das macht schon wieder viel zu viel Spaß. Ne, glaube ich, so viel Spaß gibt es gar nicht. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. Servus! Servus! Oh, das Wasser, wunderschön. Das ist geil, gell? Es kommt von der Fahrbahn in Tegernsee gut ran, ja. Alex, ich werde wahrscheinlich demnächst den neuen Akku brauchen. Gell, nur für dich. Die hast du mir nicht gegeben, gell? Doch, in der Elektronikbox. Oh. Ach süß, und da ist eine Bucht dazu, geil. Sag mal, ist da ein Turm im Wasser? Ja, da war unten drauf früher. Ah. Die Kirche am Stillers. Geil. Schau richtig los. Ja, praktisch. Schön am Wasser entlang. Ja. Unsere Freunde des Tretens. Kommt mal davon. Hört sie auf. Wir sympathisieren doch nur mit denen. Das ist toll in der Spur. Oh, jetzt wird der kühler, sehr geil. Ja. Alex, du könntest ein Video machen mit Blitzerticker. Das Video wäre lang, sehr lang. 100.000 Blitzer in Italien. Ja, genau. Wie viele Dörfer kennen Sie in Italien? Viele? Wie viele Blitzer gibt es? Genauso viele, mindestens. Ja, würde mir jetzt stinken, auf den Bus zu warten, um wandern zu gehen. Oh, total. Einmal das Bus warten und zweitens das Wandern. Schon mal zwei Aspekte, die ich jetzt nicht so fühle. Oh, viel Spaß. Oh, hier ist kühl. Oh, kühle Luft. Oh, unterm Berg. Oh, wunderbar. Oh, jetzt kommen wir dann in die Berge rein. Ah, da ist ein bisschen die ganze Paste hinterher steigen.
Jetzt sind die Kleinen hier markiert mit Nummern. Wir sind jetzt bei Kern 48. 48. Jawohl. Ja, das wären die schnellsten Kehren der Welt. Wollen wir da kurz. Jawohl. Hi zusammen, ich melde mich hier noch kurz am Ende. Ich hoffe, die bisherigen Ausschnitte waren schön anzuschauen. Die Tour ging insgesamt 3 Tage, sprich hier sind noch lange, lange nicht alle Eindrücke drin. Ich werde jetzt immer wieder in den nächsten Wochen Teile davon releasen, weil es echt schöne Fleckchen da drüben in Österreich und Italien gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und lasst ein Abo da, um nichts weiteres zu verpassen, die anderen Teile oder vor allem, wenn es hier in Deutschland dann auch mal aufgehört hat mit dem ganzen Schneien. Dann wieder aktuelle Motorradvideos und bis zum nächsten Mal und ride safe.